Und damit recht herzlich willkommen wieder zurück bei Black Mirror. Das letzte Mal sind wir in die Kirche gekommen und haben das eine Rätsel ganz glorreich gelöst und können jetzt hier endlich hier runtergehen. Die Luft hier lässt sich kaum atmen. Oh, die Musik, ich muss mal kurz leiser machen, Leute. Boah, mir rumpft's gerade unweg. Hätte ich das Symbol nicht mitnehmen können wieder? Es ist die gleiche wie oben. Na dann hol mal das Ding. Mit Rechtsklick nehme ich an. Vielleicht wird ja der Edelstein später für ein Rätsel noch notwendig. Ich vermute irgendwas mit Licht. Okay. Verflucht. Was war das? Der Eingang hat sich geschlossen. Ich muss ihn irgendwie öffnen, sonst komme ich hier nicht wieder raus. Hast du das Ding wieder? Warum kannst du es nicht mitnehmen? Egal. Du bist völlig verrottet. Nutzlos. Okay. Ein altes Buch. Ach, stehen hier was stehlen mit Büchern. Die Seiten sind gut erhalten. Ich werfe einen Blick hinein. Tu das. Hast ja genug Zeit. Man kann es nicht sehen, aber hören. Es spricht nur, wenn man es anspricht. Man kann es nicht sehen, aber hören. Es spricht nur, wenn man es anspricht. Ach so, das sind jetzt... Ich forsche... Nein, warte mal, meine Zeichnung angucken. Zeichnung angucken. Ach, schaut mal, hab ich gemacht. Das muss man echt im Spiel lassen. Manche würden da vielleicht einfach nur eine Notiz haben, aber hier ist wirklich schön ringsrum was ausgearbeitet, auch wenn es nur von drüben kopiert ist. Es sind jeweils vier Rätsel, nehme ich an, weil in Williams Tagebuch haben wir ja gefunden. Hier. Atem zum Beispiel. Heute war das Glück auf meiner Seite. Ich habe von den Gang geöffnet, der zur Markus sein Grab führt. Ich bin mit Sicherheit der Erste seit Jahrhunderten. Und die vier Bücher in der Mitte des Grabes zu finden sind, möge Weisheit in den Weg weisen. Genau. Okay, also müssen wir die Rätsel lösen. Ich würde trotzdem mal ganz kurz rumgucken, vielleicht steht hier noch irgendwas rum, was vielleicht interessant wäre für uns, wie zum Beispiel, guckt mal. Die Decke ist hier teilweise eingestürzt. Das Grab ist sehr alt. Aber ich frage mich immer so ein bisschen. Gerade bei solchen Gebäuden, die einschussgefährdet sind, alte Gebäude, da gibt es irgendwann Statiker. Und Statiker gucken sich natürlich auch die Kellergewölbe an, auf denen und die Fundamente, worauf das ruht. Sollte dann spätestens festgestellt werden, dass da irgendwo ein Sonderraum ist? Ich meine, dass man bei alten, also gut, bei alten, selbst bei alten Pyramiden finden wir jetzt Sonderräume, aber das wird doch jetzt eigentlich immer die Spannung genommen, weil theoretisch dann jedes Mal unter Gebäuden eigentlich... Da drüben kann ich nichts sehen. Ich bleibe vorläufig noch im Licht. Habe ich irgendwas, was Licht macht? Blitz zum Beispiel, Blitzlicht. Aha. Okay, nicht. Hatte ich mal Streichholz, so. Egal. Verstehe ich nicht, dass es da immer noch so viele Geheimräume angeblich gäbe. Na gut. Was steht da drüben noch auf der Inschrift? Möge Weisheit dir den Weg weisen. Die Heiligen Vier. Im Jahre des Herrn 1243. Alles klar. Was haben wir denn eigentlich an Buchstaben? Das wäre ja auch was mal interessant. Wird ja keine unendliche Auswahl sein, nehme ich an. Wenn wir hier drücken, drehen wir das in die Richtung. Moment, habe ich wieder ein H? Okay, egal wie ich, wo ich drauf klicke. Was raus? Überlegen nochmal, ob das richtig ist. Ich wollte einfach mal testen. Also wie viele Buchstaben haben wir? Ganz kurz. Also wir haben ein A, E, K, M, L, H, G, O, A. Okay. So, was haben wir da hinten stehen? Je mehr man wegnimmt, desto größer wird es. Okay.
Das wird wahrscheinlich ein Loch oder irgendwas sein. Achso, haben wir jetzt mal die gleichen Buchstaben. Es funktioniert. Möge Weisheit dir den Weg weisen. Ja, Samuel, hast du immer geschnallt. Ich bin begeistert. Ich habe echt ein bisschen Angst. So, wir gucken mal weiter. Was steht hier drin? Die Küchenzeile. Man sieht ihn in der Kälte, sonst bleibt er meist im Auge verborgen. Sanft wie das Licht, leicht wie eine Feder. Doch keine Kreatur dieser Welt kann ohne ihn existieren. Naja, Moment. Kreaturen zumindest, die nicht atmen. Die atmen. Das erste hier gerade ist das wirklich der Atem. Das ist jetzt nicht gerade überraschend. Wenn ich rechtsklick mache, mach ich zurück. Boah, geil, Rechtsklick hat mal Sinn. Atem. Manchmal ist es ganz cool bei solchen Rätseln, wenn sowieso das eigentlich sich langsam bewegt, dass man schon die nächste Scheibe nimmt. Aber jedes Mal wird hier der Mauszeiger ausgegraut und ich kann nichts machen. Demzufolge kann ich leider nicht hier den Skip-Modus aktivieren. Da müssen wir die Steine stehlen erstmal so. Aber wie bewegen sich denn noch so gut? Wie so gut ist geölt? Ich meine, das ist Stein, der aufeinander abreibt. Atem. Loch und Atem. Sind die Rätsel zufällig? Das finde ich ja cool, wenn es wieder so 30 Rätsel sind. Und das ist so ein bisschen wie The Last Will. Hä? Das Bild haben wir auch so schon. Okay. Schwarz kauft man sie, rot nutzt man sie, grau wirft man sie fort. Schwarz kauft man sie, rot nutzt man sie. Jetzt die Frage, ob das ein Lebensmittel ist. Oder ist es jetzt, ich weiß, es passt nicht zu den Farben, aber ist es sowas wie, man kauft sie vielleicht im Samenzustand, pflanzt sie ein, dann blüht sie rot und grau ist sie verwelkt und man wirft sie weg. Warum kauft man eine schwarze Rose zum Beispiel? Weil das würde ja passen. Weiß ich gerade nicht, schwarz kauft man sie. Rot nutzt man sie. Was nutzt man denn rot? Kohle. Also Kohle oder Asche oder sowas. Glühend nutzt man sie. Schwarz in Kohlenform und grau wird man sie fort in Aschenform. Aber das Problem sind immer nur wieder vier. Ach, ich habe nichts gesagt. Dann ist es die gute Kohle, 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 Kohle. Kennst du überhaupt noch jemand? Rahmschnitzel und Kronk damals. Ich kann übrigens, ich mache gerne Werbung, Rahmschnitzel auch empfehlen. Sehr angenehme Stimme, der hat viel mit Sounddesign und Soundtechnik gemacht. Macht wunderschöne Tomb Raider Let's Plays. Bin schon mal überlegen, ob ich mit Lovercraft mal irgendwann eins mache. Weil da meine Spielerkarriere auch angefangen hat. Kann man wirklich empfehlen. Sehr, sehr angenehmer Typ. Okay, das haben wir auch gelöst. Dann speichere ich mal vom letzten. Denn ich weiß ja nicht, was dann passiert. Okay, jetzt lesen wir uns nochmal durch, was das letzte Rätsel ist. Man kann es nicht sehen, aber hören. Es spricht nur, wenn man es anspricht. Achso, Moment, es spricht nur, wenn man es an Echo oder sowas. Entschuldigung. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Warte mal ganz kurz, das Spiel ist aus dem Englischen eigentlich. Das heißt, die haben fürs Deutsche extra auch ändern müssen. Ja, cool. Ah, okay. Hat mich schon gewundert, weil es wird garantiert kein Rätsel gewesen sein, wo es nur vier Stellen gab.
Das, also, wo es mal 5er gab, meine ich so rum. Die werden alle mal 4 gewesen sein. Haben sie also extra für die deutsche Version noch was Leichtes verändern müssen. Wie sind das in anderen Sprachen? Das ist doch. Das ist solche Rätsel, die aufgrund von solchen Wörtern, die man direkt in der Sprache eingeben muss hier, relativ dänisch werden mit der Zeit. Weil stellt euch vor, ihr habt irgendeine Sprache, was weiß ich, was es da ist, Polnisch oder sowas. Und dann ist auf einmal Atem ein Wort aus 19 Buchstaben. Jetzt ganz übertrieben, ich habe keine Ahnung, wie es Polnisch heißt. Habt ihr dann so eine was hier mit 19 Einzelnen? So, also ich bin für Echo. Das ist ein C, ja. Hätte schon mal vor uns drüber nachdenken können. Na gut, ist wirklich nicht gerade schwere Kost. Also Echo, dorthin Kohle. Den Atem. Das Grab von Marcus Gordon persönlich. Ja. Steinsorg. Dafür ist unser Alter da so ewig gebraucht, sind wir relativ fix gewesen, muss man wirklich sagen. Was liegt drin? Marcus, der erste Gordon. Das sieht jetzt sogar noch ganz gut erhalten aus, dafür, dass es jetzt schon 700, 800 Jahre alt ist. Komm, wir nehmen Helm mit, Schild, schönes Schwert. Ein Schlüssel, ein Buch und irgendwas zwischen 10. Das muss der Schlüssel sein, von dem William in seinem Tagebuch schrieb. Der erste von den 5. Jetzt verstehe ich nur gerade ein, was ich im Moment. Ich würde trotzdem gerne mein Tagebuch nachgucken. Warum hat William den nicht mitgenommen? Alles Rätsel nicht gelöst. Ich habe in Dunkelheit versucht, den Text aus den Büchern. Ich habe auch ein außergewöhnliches Gegenstand in der Form eines vollkommenen Kugel gefunden. Ach so, der hat es nicht gelöst. Das erste, was ist hier das erste? Alles klar, der hat es nicht lösen können. Deswegen hat er den Schlüssel nicht gefunden. Auch Leute, das war nur einfach Rätsel. Denkt mal an Gollum aus Herr der Ringe. Das war nicht viel weiter. Okay. Kein Mensch heute erinnert sich an den Ursprung des Portals zwischen den Welten, den Black Mirror. Diese Aufzeichnung soll als Warnung an jene dienen, die sich blind nach Macht sehnen, vom Pfad des Schicksals abkommen und ihre Seelen den Kräften des Bösen öffnen. Unser Schlossherr Mordred, ein amoralischer, schlechter Mann, quälte das Volk dieser Länder viele Jahre lang mit seiner Bosheit und seinem Hass. Seine Macht wurde jedoch durch Marcus gebrochen, als dieser vom Krieg gegen die Heiden in fernen Ländern heimkehrte. Mordred, wohl vertraut mit den Gewohnheiten seines Feindes, traf sorgfältige Vorbereitungen, um den Angriff seines Bruders abzuwehren. Wissend, dass selbst die starken Schlossmauern dem Angriff nicht ewig standhalten würden, stieg er in die Gruft unter der Kapelle hinab. Dort, im Herzen der Dunkelheit, öffnete er den Black Mirror und bat die Wesen der Schattenwelt um ihre Hilfe, um sein Schicksal abzuwenden. Er war jedoch nicht der Einzige, der von den geheimen Gängen unter dem Schloss wusste. Durch diese schicksalsschwere Entscheidung gelang es Mordred, die Oberhand zu gewinnen. Für Marcus wurde die Zeit knapp. Während seine Männer um ihn herum starben, begriff Marcus, was er tun musste. Zornerfüllt kämpfte er sich durch die Reihen des Feindes und in das Labyrinth, das zur unterirdischen Kapelle führte. Dort überraschte er seinen Bruder und hieb mit aller Macht auf diesen ein. Mit dem Zorn der Gerechten traf sein Schwert sein Ziel und kalter Stahl durchstach das Herz des Tyrannen. Der Sieg war zum Greifen nahe. Am Rande des Abgrunds schwankend, nahm Mordred seine letzte Kraft zusammen und sprach seine letzten, verzweifelten Worte. Im Angesicht seiner Niederlage stieß er mit hasserfüllter Stimme die finsteren Verse des Fluches aus. Auf denen deines Blutes, die deinen Namen tragen, soll ein Fluch lasten. Yeah. Einer deiner Nachfahren wird die Seelen von 5 Sterblichen bekehren. Dies wird der Katalysator sein, der meinen Zorn wieder zum Leben erweckt. Das war jetzt schon tot. Und ich werde zurückkehren.
Wenn deine Tage beendet sind, wird mich niemand mehr aufhalten. Dann fiel Mordred auf die Knie, und als er seinen letzten Atemzug nahm, wurde er vom schwarzen Maul des Black Mirror verschlungen. In diesem Augenblick erklang ein ohrenbetäubendes Donnern, und die Kapelle wurde von einem blendenden Licht erfüllt. Danach folgte gespenstische Stille. Eines bleibt noch zu tun. Marcus übergab 4 Schlüssel der Macht an die Lords der Familie Gordon. Den 5. Schlüssel behielt Marcus selbst. Nie wieder sollte der Schlüssel in die Hände eines Sterblichen fallen und das Tor zwischen den Welten des Guten und des Bösen geöffnet werden. So endet die Geschichte unseres Lords, der uns in den finsteren Zeiten gerettet hat. Möge seine Seele ewig in Frieden ruhen. Isidor Whale, in treuem Angedenken an Marcus Gordon, 1240 AD. Black Mirror. Die geheime Kapelle, die im Buch erwähnt wird, muss sich irgendwo unter dem Schloss befinden. Ich werde die 5 Schlüssel suchen und das zu Ende führen, was William nicht gelang. Nummer 1, scheinbar scheint es doch so zu sein, dass Marcus der Gute war. Vielleicht ändert sich das noch im Laufe der Geschichte. Hier wird es jetzt schon etwas übernatürlich. Davor kann man es ja vielleicht noch erklären alles, aber jetzt ist die Geschichte mit dem Black Mirror. Mal schauen, was das hier wird. Und einer wird... Es gibt irgendeinen, der das jetzt gerade macht, der 5 umbringt, die Seelen von 5 Sterblichen bekehren, was auf gut Deutsch heißt, wahrscheinlich umbringen und dieses Symbol anpinseln. 2 sind schon tot. Was ich hier nur lustig fand, ist hier, eines bleibt noch zu tun. So als letzter Satz in Absatz ist irgendwie ein bisschen... Weiß schon nicht. Aber höchst interessant. Ist hier noch irgendwas? Nein. So, wir haben den Schlüssel, können wir uns mal anschauen. Den. Der Schlüssel, den ich in Marcus Grab gefunden habe. So, na gut, dann würde ich sagen, gehen wir. Jetzt haben wir nur ein... Achso, jetzt können wir den Katzenhalter auswählen. Müssen wir wieder raus. Ich sehe nichts von Interesse. Hey, Ratte. Ratte? Ich sehe den Schwanz gerade ein bisschen schlecht, das ist grau. Folgen wir der Ratte einfach? Hm. Wo ist sie hin? Jetzt stell dir vor, die läuft zu einem Loch und ist raus. Was nützt dir diese Information dann? Aber ja, ich weiß ja, was es hinausläuft. Ach, wir haben keine Lampe dabei gehabt. Ah, tut mir der Arm weh. Es hätte allerdings noch schlimmer kommen können. Ich kann von Glück reden, dass ich noch lebe. Oh, ich dachte jetzt gerade, wir sind gestorben. Gibt's hier noch Speicherstände? Oh, geil, Hauptspeicherstände. Ich verstehe nicht, dass neue Spiele teilweise nochmal 6 Speicherstände rauskommen, wo alte gefühlt 100.000 hatten. Rattenschatten. So. Na, ich habe noch ein bisschen Zeit dafür, aber. Was haben wir denn hier? Eine Art Mechanismus mit 3 Hebeln. Mit etwas Glück könnte er noch funktionieren. Naja, das ist auf jeden Fall neueren Datums. Hier haben wir noch Seil. Ein Zaun. Vielleicht eine Tür. Ach so. Der Zaun ist sehr stark. Mit bloßen Händen kann ich nichts ausrichten. Seht ihr das, dass irgendwie das hier erkraut ist? Das Ganze gräulicher als der Hintergrund? Ein Stromkabel. Ein Stromkabel. Okay. Dann haben wir... Wo ist der Schlüssel denn? Marcus, sollst du das, Samuel? Ich meine, der ist wichtig, oder? Ein verrostetes Ventil. Das könnte die Brennstoffzufuhr sein.
Wenn ich bloß die richtige Einstellung wüsste. Ich muss es wohl einfach ausprobieren. Nichts. Die Hebel... Na gut, was haben wir hier? 2 hoch 3 Möglichkeiten. Ach, 3 hoch 3. Der Mechanismus bekommt keinen Strom. Moment, müssen wir das echt ausprobieren? Ich meine, wir können es einfach machen, das ist jetzt kein Ding, aber ist hier irgendwo eine Hilfe? Okay, dann müssen wir die Position ganz oben. Da machen wir das eine zur Seite. Okay, dann machen wir jetzt den einen runter. Machen beide nach oben. Okay, den wir ganz hoch. Ja, na gut, sind nicht viele Möglichkeiten. 27. Schlimmeres. Ich weiß nicht, ob man das Rätsel irgendwo anders. Ah, okay. Ausgezeichnet. Mitte unten oben. Mit Licht geht alles leichter. Und Stromkabel. Das sind die Sachen, die ich verloren habe, als ich in den Schach schieb. Ich hab Chance gekriegt. Warum habe ich die gerade nicht gehabt? Die meisten sind noch heil. Moment, wir schauen uns mal, was wir wieder kriegen. Die Kugel, oh Gott, die Kugel war so gewesen. Die Kamera ist kaputt. Sehr gut. Geschicktes Ding. Das ist so ein Aufräumer fürs Inventar. Aber Kapitelübergänge, damit man nicht zu viel Neues mitschleppt und dass meines Zeug kaputt geht. Finde ich eigentlich ganz cool, muss ich sagen. Es klemmt. Sag mal so, mit den Gegenständen war ja auch was Lustiges gewesen damals in Monkey Island. Mit der Python. So, du hast ein Seil gefunden. Werden das irgendwelche Praktiken, mein Guter? Ein kräftiges Seil. Das müsste einiges an Gewicht aushalten. Das kann ich vielleicht mal gebrauchen. Irgendwann. Okay. Oh Gott. Leute, Stromkabel. Ich habe ja gerade... Wollen wir mal testen, ob wir sterben können? Ich habe ja eigentlich das schon mit ihm abgeschlossen gehabt, als ich den Schrei vor uns von ihm hörte, aber wir greifen mal ans Kabel. So Leute, das war das Let's Play von Black Mirror. Quatsch. Ja, die Geschichte war schon gut erklärt. Wir haben alles gelöst. Meine Kerze brennt sogar. Nicht mehr. Ja, okay, man kann also sterben. Gut, dass ich gespeichert habe. Also, merkt Leute euch, ihr lernt was in diesem Let's Play, greift nicht mit bloßen Händen an Stromkabel, was Funken wirft. Habe ich meinen Bildungsauftrag in dieser Folge auch erfüllt. Gut, schauen wir uns mal ein bisschen um. Wahrscheinlich müssen wir das nehmen, müssen aber erstmal den Strom ausschalten. Oder irgendwas. Achso, der Strom ist ja da an. Können wir hier was machen hier? Irgendwas war doch gerade hier. Hallo? Hab ich nicht gerade was gesehen, außer das Ventil? Doch, da. Was ist denn das? Das ist vom Kabel jedes Mal. Das sind... Hier. Irgendwo... Hier. Genau. Genau. Ein alter Drahtschneider könnte sich als nützlich erweisen. Okay. Die anderen Kisten hier sind nicht interessant. Höchstwahrscheinlich machen wir dann mit dem Knopf das aus. Richtig? Genau. Können wir da nicht einfach jetzt das Kabel durchschneiden? Wenn kein Strom mehr fließt. Kabel? Das wird mir den Weg nicht mehr versperren. Gut. Ja, also ist kein Strom mehr drauf. Na, ich würde trotzdem eigentlich nochmal sicherheitshalber einen Phasenprüfer nehmen. Egal. Und jetzt
können wir es verlassen. Jetzt müsste aber hier oben welches auf dem Flug sein. Ach je, je. Aber das Seil habe ich trotzdem nicht gebraucht. Okay. Hätte ich da abgeschlossen. Drahtschneider. Der Schlüssel ist auf der anderen Seite der Tür. Okay, können wir irgendwas reinstecken? Was haben wir denn hier? Achso, wir müssen was drunter legen, ja? Auf der anderen Seite der Tür. Haben wir noch irgendwas? Auf der anderen Seite der Tür. Irgendwie muss ich an den Schlüssel kommen. Sagt das nicht so was anderes oder ist nur die normale Verlassentür hier? Irgendwie muss. Also die Idee wäre ja sonst immer, lege ein Papier drunter, schiebe den Schlüssel, wenn wir den Schlüssel doch haben, das weiß ich von der Seite, doch haben wir, durch und lass ihn rausplumpsen, dann ziehen wir den rüber. Jetzt weiß ich nicht, ob der hier Papier drunter legt. Moment, das ist das Buch von Markus, genau. Können wir uns die Landkarte nehmen? Nein. Irgendwas zum drunterlegen? Nein. Nein. Ich meine, das Seil haben wir nicht gebraucht, aber ich verstehe nicht, was wir mit dem Seil machen würden. Ja. Gut. Ja, auch nicht. Was können wir denn hier eigentlich mit dem Ventil machen? Es bewegt sich kein Stück. Bitte ein bisschen mehr. Nein. Okay, also ich habe ja schon mit dem Mini-Messer probiert. Mit dem habe ich es auch schon gemacht. Was haben wir denn noch da? Der Drahtschneider. Das habe ich doch auch schon gerade probiert, Leute. Kann ich sein. Ihr habt's gesehen. Ich werde versuchen, mit der Hand durchzukommen und den Schlüssel zu nehmen. Und er fällt runter. Ist erledigt. Echt jetzt? Mensch, Samuel, du machst ja hier Sachen. So, und da würde ich sagen, was dann draußen passiert, wenn ich diesen Schlüssel ins Schloss stecke, sehen wir in der nächsten Folge. Also, bis dahin. Tschüss.